herzlich willkommen zum Quiz-Taxi. Wobei beim FC St. Gallen heisst der Quiz-Taxi trifft auf Glanz und Gloria. Wir haben jeweils zwei Spieler im Auto. Und die Idee ist, dass sie bei 10 Thesen, die wir aufstellen, am meisten Übereinkünfte anbringen. Und somit suchen wir das beste Perli beim FC St. Gallen. Obwohl das natürlich ein bisschen perfid ist, weil unterm Strich haben wir jeden besten Kader. Und da sind also zwei Konstellationen nicht ganz so wichtig. Und trotzdem freuen wir uns herzlichst. Der Moussa Nuhu, verletzter Spieler leider immer noch bei uns gerade am Start. Und unseren Goalie, der Jonathan Klinsmann. Hallo miteinander. Hallo. Und jetzt sind wir natürlich wunder, wie ihr zwei zueinander steht, wie ihr euch versteht. Und da haben wir erstmal die erste Theorie raus. Das ist für einen Torhüter ein bisschen unfair, aber heutzutage muss ein Torhüter auch Fußball spielen können. Die erste These wäre, wer von euch zwei ist mit dem Fuß, mit dem Fußball technisch versierter? Alright, so he's asking who's better with the ball, pretty much. Pretty much. Yeah. Better with the ball. So, it's me. Wir können einen kleinen Counter machen auf 3, 2, 1 und dann hoch. Okay, cool, cool, cool. Okay, machen wir 3, 2, 1. Zweimal grün. Jetzt machen wir es uns relativ einfach. Ist Feldspieler versus Torhüter. Ja. Kann man das so einfach, kann man so stehen lassen, oder? Ja, genau. Nächste Theorie, du hast mir vorher gesagt, geht nachher noch in den Kraftraum. Mhm. Darum die Frage, wer von euch drückt denn beim Bankdrücken mehr? So, who can do the most bench press? Okay, machen wir einen Countdown. 3, 2, 1. Yeah. Oh! Yeah, for sure, that's you. Für Jonathan mussten wir extra noch ein neues T-Shirt organisieren, weil du in unsere M vom Silvan Hefti nicht reingekommen wärst. Könnt ihr noch schnell sagen, von den Kilos her, was drückt ihr so? Boah, I don't know. How many kilos do you bench press? Not so long. Not, like, not, not we'll so like. We'll just say, we'll say not, a lot. We'll just say maybe a lot. Maybe, you know? 60, 70. Yeah. Yeah, okay. I have no idea. Und Jonathan macht 100, 160 Kilo. Okay, nächste These. Großes Thema bei Fußball ist ja auch immer ein bisschen die Eitelkeit. Wer von euch braucht länger nach dem Training oder nach einem Fußballspiel, bis er dann wieder in der Öffentlichkeit ist? Also wer ist länger vor dem Spiegel? Who's in front of the mirror the most? Okay. 3, 2, 1. Oh, erste Unstimmigkeit. I don't look in the mirror. I don't have any hair anymore. What am I supposed to do? But for sure, like, you always go to dry your hair and watch it in the mirror. I don't have any hair anymore, man. Maybe like a month ago, yeah. I would have totally seen myself, but I don't have any hair anymore. So. Also seid ihr beide eher bei den Längen oder eher bei denen, die relativ schnell draußen sind? Ja, relativ schnell. Wir machen nicht so viel da. Beide relativ schnell. Beide auch relativ einfache Frisuren. Aber man kann ja auch mit Duftwässer kennen und so. Da gibt es ja doch viel Zeit, die man da verbringen kann. Also die erste Unstimmigkeit, aber Nuancen. Hey? Also wir reden hier von Differenz, eine halbe Minute. Musik bei Fußballern. Zeit hat man ja manchmal. Man kann sich über ganz viele Kanäle über Musik informieren. Wer von euch zwei hat denn den besseren Musikgeschmack? Who has a better music taste? Who has a better like, taste in music? Like who has better songs in there on their phone? Like in the cabin? Yeah. Yeah, in the cabin or no, it's me. It's me. Okay, we make the small countdown on 3, 2, 1. Ja, ich bin kein DJ, er macht das schon, ja. Tischtennisschläger hinter schon der Hand und anscheinend wird beim FC St. Gallen, wenn er gerade shootet wird, wird vor allem Tischtennis gespielt. Yep. Wer von euch zwei hat denn dort Nase vorne? Also wer ist der besser? Oh, table tennis player. Who's the best? Who's the better table tennis player? Yeah. Nummer 3, 2, 1. Oh, geil. Klare Antwort. Yeah, there we go. Jonathan, bist du in dem Fall, machen da irgendwelche Rundlaufsachen einmal aus, wie man das früher in der, Schule gemacht hat? Sorry, dass ich auf Schweizerdeutsch gewechselt habe. Nee, alles gut. Ich bin nicht so gut. Wenn du Görtler fragst oder jemand anderes fragst, dann ist Die sind viel besser. Gibt's noch bessere. Aber jetzt geht's ja nur um euch zwei und da habt ihr eine Ahnung gefunden. Do you play table tennis at all? I suck, bro. Yeah, he doesn't play that much. You know? I play a little bit and that's yeah. Also man weiß gar nicht, wie gut das Moussa am Tischtennisplatz ist. Yeah, so sieht's mal aus. Und du hast aber eine recht große Reichweite natürlich. Das hilft beim Tischtennisspielen bestimmt auch. Yeah. Gut, also da haben wir eine Übereinkunft. Dann gehen wir noch ein bisschen in die Modewelt.
Fußballer und Fußballschuhe, respektive generell Schuhe. Wer besitzt denn mehr Schuhe von euch zwei? Who has more shoes? You probably. Sim. Okay, machen wir auf 3, 2, 1. Ja, ich denke so. Jonathan, wer hier wieder vorne? Großer Unterschied oder meint ihr das? Oder habt ihr das jetzt einfach abgesprochen schon vorher? Naja, ich hab viele Schuhe. This is my, I don't know. I like shoes, man. You like shoes? Man, yeah. I like them too, but yours are too many. Yeah. Kulinarisches müssen wir natürlich auch noch thematisieren. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ihr fürs Kochen habt. Ja. Aber wer ist denn der bessere Koch von euch zwei? Who's the best cook? Okay, I think we both know this one. 3, 2, 1. Ja, ich kann nicht. Kochst du nicht gerne? Ich koche gerne, aber ich mache so einfache Sachen. Okay. Nicht so. I know pretty well I'm the best, like I'm a good cook. You're the creative cook. Yeah, okay. I'll make some pasta. You know? Aber man würde auch bei Jonathan nicht verhungern. No. So, also für eben ein bisschen Pasta oder so reicht es dann doch noch. You might not want to eat it, but you have to. Also wenn ihr nicht am Kochen seid oder am Fußballspielen seid oder am Bankdrücken, dann hat man ja meistens so ein Handy in der Hand. Und auch das wäre dann schon die 8. und die drittletzte These. Wer verbringt denn unterm Strich mehr Zeit am Handy von euch? Who's on the phone the most? I think it's me. Are you free? You're not always in your phone. One, bam! Yeah, good! Serien? Werden viele geschaut. Filme haben wir jetzt mal ausgelassen. Wer ist der größere Serien-Junkie von euch zwei? Wer schaut mehr Serien, ist da immer up-to-date, weiß, was geht und läuft? Oder gibt es jemanden, den das gar nicht interessiert? Who watches the most TV? Like, who's up-to-date with all like, the newest TV-Shows and movies and stuff? Go for myself. Well, I'm always, after training, I'm always like, in there. 3, 2, 1. Okay, Musa ist der TV-Junkie. Und die letzte These, die man noch aufhauen, was natürlich auch um Fußball geht, dann eher noch der aktiveren Zeit. Wer wäre denn der beste Trainer von euch? Who would be the best coach between us two? That's a funny question. I don't know. For you, bro. 3, 2, 1, ba-bam! Let me clean it for you. Zweimal Schwarz, zweimal Jonathan. Yeah. Bei dir natürlich auch in der Familie. I don't know, ist bei dir auch ein bro, Ziel? Bro, you're gonna be a good coach. Like your father, bro. Als Ziel für nach der Karriere, klar, es geht bei euch hoffentlich noch sehr, sehr lange, bis ihr darüber nachstudieren müsst, aber kannst du dir das vorstellen später selber mal Torhüter-Trainer, Cheftrainer? Vielleicht. Ich habe nicht so viel darüber gedacht, aber ja, alles geht. Jetzt du aber coach I don't know, man. I have no idea. I don't think that far. Also Musa glaubt an dich, von dem er also durchaus schon ein Spieler, der unter dir gerne trainieren würde. Yeah. Ich hoffe, es war okay für euch. Für uns hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch draußen, der Zuschauer auch. Wer denn wirklich das beste Team ist, das erzählen wir euch dann durch später. Respektive, ihr könnt auch zusammenzählen und einfach weiter zulassen. Jonathan und Musa, danke vielmals. Viel Spaß im Kraftraum. Und wir sehen uns auf dem Platz wieder. Danke vielmals.